So, einen wunderschönen guten Morgen. Heute frühstücken wir mit Frau Professor Dorothee Kimmich. Frau Professor Kimmich ist Professorin hier in Tübingen. Sie hat die Professur für literaturwissenschaftliche Kulturwissenschaft und Kulturtheorie. Ich habe es richtig gesagt. Ein spannendes Thema. Wir kennen Frau Professor Kimmich in Tübingen auch als Leiterin der Poetikdozentur. Und sie leitet auch den gemeinsamen Masterstudiengang in Kooperation mit Aix in Frankreich in der Provence. Toll, dass du da bist bei uns. Auf dieses, auf dieses Gespräch habe ich mich wirklich jetzt sehr, sehr gefreut. Dorothee, du arbeitest als Professorin im Brechtbau und hast hier natürlich, anders als bei den Studiengängen, die über Staatsexamen funktionieren, natürlich einen anderen akademischen Ansatz in der Lehre, und du hast Master- und Bachelorstudiengänge. Kannst du uns mal berichten, wie das funktioniert? Was ist denn die Literaturwissenschaft und was müssen die Studierenden da, also, machen? Ja gut, das sind dann gleich ganz viele Fragen auf einmal. Also einmal die inhaltliche Fragestellung und das andere natürlich so eine Studienorganisation. Wir hatten übrigens natürlich auch Staatsexamen. Also bis vor kurzem die ganz letzten Staatsexamenskandidatinnen prüfen wir jetzt gerade. Und Staatsexamen war, das Lehrerstudium schloss ganz selbstverständlich mit einem Staatsexamen ab und wurde auch entsprechend von staatlichen Stellen mitgeprüft. Das ist jetzt abgeschafft worden und ist eben in die Hände der Universität gelegt worden, wie alle Master- und früher Magisterstudiengänge. Und was wir sagen können, inhaltlich ist es so, wir haben ganz unterschiedlich ausgerichtet, also wahrscheinlich viel, ihr habt mittlerweile auch ganz viele unterschiedliche medizinorientierte Studiengänge. Mhm. Aber wir haben eben ein großes Feld, das ist die Ausbildung von Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern. Und das ist jetzt auch umgestellt worden, wie du richtig gesagt hast, von Staatsexamen auf Bachelor und Master. Da sage ich gleich was dazu. Und dann gibt es noch eine ganze Anzahl von anderen Bachelor- und Masterstudiengängen, unter anderem auch dieser binationale Masterstudiengang. Ja, und was man sagen kann, ein Großteil unserer, dessen, was wir jemanden versuchen beizubringen sozusagen, ist natürlich, hat eine historische Komponente. Also das ist die Literaturgeschichte nimmt einen großen Teil ein, wir sind da ein historisches Fach, wie die Historiker, wie die Kunsthistoriker, wie die Musikhistoriker. Und womit beschäftigen wir uns? Das ist, sollte ich eigentlich in einem Satz sagen können. Gell? Aber im Grunde ist es, also wir sind wahrscheinlich diejenigen, die sich eben mit all den Bereichen beschäftigen, die was mit Fantasie und Imaginärem zu tun haben und so das verschriftlicht wird. Also es gibt ja Realitätswissenschaften und es gibt Wissenschaften, die sich mit dem ganz großen Teil des Lebens beschäftigen, das sich sozusagen im Imaginären abspielt. Und das ist ja ein riesiger Teil unseres Lebens. Also, oder viel größer möglicherweise als die Realität. Fängt mit all unseren Wünschen, mit unseren Sehnsüchten, aber auch Erinnerungen, unsere Vergangenheiten. Das ist ja alles nicht was da ist und real, sondern das Reale ist sozusagen eingebettet in so einen Riesenkranz oder von Dingen, die noch zusätzlich passieren. Und das sind vor allem Texte und alles, was möglich ist und nicht real, damit befassen wir uns. Und wir brauchen diese Möglichkeiten, sonst können wir das Reale ja nicht gegenchecken. Ja. Also das ist wahrscheinlich eine der ganz großen Fähigkeiten des Menschen, also Möglichkeiten zu entwerfen. Und da gehört auch im Übrigen Forschung dazu oder Forschungsideen oder Hypothesen. Also das ist alles so ein Sack an Imaginärem. Und verschriftlicht des Imaginäres ist die Literatur. Wenn man es malt, dann ist man in den Kunstwissenschaften. Und da gibt es natürlich eine Menge Schnittmengen. Wir sind jetzt Kulturtheoretikerinnen geworden, wir sind Medienwissenschaftlerinnen an bestimmten Stellen geworden. Also es gibt so Nahtstellen zu anderen Fächern. Ja, und im Einzelnen ist es eben ein Umgang mit Texten. Das ist, viele sagen mittlerweile, dass jeder Mensch praktisch auch ein Text sein kann. Also man kann Leute interpretieren, wie sind sie angezogen. Also das ist so diese semiotische Wissenschaft, was heißt so eine Frisur oder auch das Design hier oder was Ähnliches. Und das ist, ja,
das gehört eben auch noch dazu, sozusagen Zeichen lesen können. Das ist das, was wir dann am Ende geschafft haben sollten. So, der Unterschied zwischen Staatsexamen und Bachelor und Master ist gigantisch. Also ich würde sagen, dahinter steckt eine neue Studienphilosophie, importiert aus den USA und aus den angelsächsischen Ländern. Ich muss jetzt vorsichtig sein, dass ich nicht zu kritisch war. Also fangen wir mal mit den Vorteilen an. Sie sind strukturierter, die Studiengänge. Das ist bei euch, glaube ich, irrelevant, weil das sowieso schon sehr strukturiert ist. Ja. Aber bei uns hat man früher einfach so drauf losstudiert. Ich auch im Übrigen. Ja. Das geht so heute nicht mehr. Wir haben nach 3 Jahren einen Studienabschluss. Das ist für viele natürlich sehr angenehm, wenn man schon mal was in der Tasche hat, möglicherweise auch sagt, oh, mir stinkt das eigentlich an der Uni überhaupt, ich gehe jetzt, aber dann ist man kein Studienabbrecher. Das hat Vorteile. Der Nachteil ist, dass man den Leuten mittlerweile, den meisten Studierenden, unterstellt, dass sie ihr Studium nicht alleine organisieren können. Mhm. Und das finde ich eine total bescheuerte Unterstellung. Also die Einpferchung in Studienpläne ist meiner Meinung nach zu groß und dahinter steht so ein allgemeines Misstrauen der jungen Generation und den Studierenden gegenüber, dass man das Gefühl hat, ja, wenn man denen nicht ganz genau sagt, wie viele Punkte sie, Credit Points sie im Semester machen, dann faulenzen die sowieso bloß rum. Und das Gegenteil ist eigentlich wahr. Also das hat ganz seltsame Effekte. Und ja, letztlich würde ich sagen, als ein Bachelor in einem Lehramtsstudiengang, da kann man überhaupt nichts damit anfangen. Da kann man dann bloß sagen, oh Gott, ich will nicht Lehrerin werden. Ich mache jetzt diesen Bachelor fertig und anschließend studiere ich Medienwissenschaften oder ich bewerbe mich noch auf einen Medizinstudienplatz und mache was Richtiges. Und dann hat man sozusagen kein abgebrochenes Studium. Mhm. Aber sonst ist das, finde ich, ich glaube, dass das in den nächsten Jahren nochmal neu durchdacht werden muss. Mhm. Obwohl, wir haben alle 2 Jahre neue Prüfungsordnung, also ich will es nicht nochmal erleben. Ist doch immer viel zu tun. Mhm. Ja. Wie hat sich denn die Situation verändert in der Corona-Zeit? Ach, da war es eben total leer. Ne? Ja. Also das war, am Anfang war es gespenstisch, also waren wir in diesem riesigen, hässlichen Brechtbau, der dann noch hässlicher wird, wenn keine Menschen drin sind. Ja. Da waren wir ganz alleine und es war ganz dunkel. Und dann ist es eben so, dass überraschend schnell umgestellt wurde auf digitale Lehre. Und was ja sonst nie funktioniert hätte, wenn der Druck nicht da gewesen wäre, hat wirklich, ich fand, absolut überraschend gut funktioniert. Mhm. Gut heißt technisch gut. Also zunächst mal, das hat technisch gut funktioniert. Wir werden jetzt nach dem Semester natürlich Evaluationen durchführen, fragen, wie das für die einzelnen Beteiligten gewesen ist. Für die Studierenden war es sehr unterschiedlich gut. Also die einen hatten natürlich die Chance, sie konnten ihre Zimmer aufgeben, mussten nicht hier rumhängen, konnten nach Hause zurück. Also es hatte Vorteile. Es hat halt irgendwie, das kann auch ein Nachteil sein. Und, ja, das kann, ja, klar. Also für viele ist das natürlich, also an sich ist es ein Nachteil, wenn man zu den Eltern zurückziehen muss. Das würde ich mal sagen, in 90%, also meine Tochter würde sagen, in 100% aller Fälle. Aber gut, gehen wir auf 90. Aber das Sozialleben der Studierenden ist eben auf null runtergefahren gewesen. Und Sozialleben, damit meine ich jetzt nicht nur in Kneipen rumhängen, sondern auch das miteinander reden, miteinander lernen, miteinander diskutieren, miteinander lesen. Und das ist natürlich schon, das ist, glaube ich, schon sehr krass und irrsinnig anstrengend. Mhm. Man muss allerdings sagen, für die französischen Studierenden, die ich ja in Aix habe, ist es nochmal ganz anders gewesen. Mhm. Also okay. die sind tatsächlich, man hat den Eindruck, die sind fast wie traumatisiert, die Leute. Okay. Die bei den ersten Videokonferenzen, saßen da, wenn man sich gefragt hat, wie geht's ihnen, haben die alle gesagt, uns geht's total schlecht. Mhm. Und bei uns sagen die Leute, können besser sein. Aber so wirklich die Leute, die dann sagen, ich bin so froh, dass ich wieder auf die Straße kann. Ich darf seit einer Woche wieder raus und so. Und ich hatte so Angst um meine Eltern, meine Geschwister und so. Und man sieht das richtig, die Leute waren so richtig paralysiert eigentlich. Ja. Hat damit zu tun, dass in Frankreich die Situation einfach verschärft war. Ja. Brutaler. Mhm. Mhm. Die war wirklich brutal. Also, weil die auch flächendeckend, die haben ganze Departements, in denen es keinen einzigen Corona-Fall gegeben hat, haben die trotzdem unter dieses Confinement, also Ausgangssperre. Mhm. Das sind ja zum Teil sehr ländliche Gebiete, wo der nächste Hof 5 Kilometer entfernt ist. Und die Leute saßen dann auf ihren Höfen. Also das war schon auch sehr seltsam. Das Komische ist ja, Elsass, ein Hotspot, ist ja viel näher zu uns, wie jetzt zu
Ex. Ja, genau, oder da in den Cevennen zum Beispiel. Die Leute saßen in ihren Höfen da, draußen hat es gestürmt und keiner wusste, warum eigentlich genau. Naja. Oh je, okay. du hast studiert in Tübingen, promoviert in Freiburg, du hast habilitiert in Gießen und bist seit 2002 jetzt Professorin in Tübingen. Das heißt, du überblickst jetzt in Tübingen auch verschiedene Abschnitte. Was glaubst du denn, hat in Tübingen oder wie hat sich's in Tübingen denn verändert, das akademische Leben? Ist zum Beispiel die Exzellenz Initiative, hat das irgendwelche Folgen gehabt? Hat sich das verändert? Also ich finde, dass sich in den letzten 15 Jahren, in denen ich in Tübingen bin, hat sich für meinen persönlichen Eindruck mehr verändert als in der Zeit zwischen meinem Studium und dem Wiederkommen. Also ganz komisch. Also ich bin ja dann wieder nach Tübingen gekommen und dachte erst, oh Gott, und alles wieder das Gleiche und das darf nicht wahr sein und die Läden sind noch die gleichen und dann sieht man auch die gleichen Gesichter in der Stadt und ich dachte, ja, also hat es jetzt so sein müssen? Naja. Du bist Expertin für die Gesichter der Stadt. Warum, das werden wir am Schluss dann natürlich auch noch kurz thematisieren. Wie ist es denn, wenn man in der Sorbonne, du hast ja studiert auch in Paris, und dann soll man nach Tübingen kommen, funktioniert das überhaupt? Also damals hat es für mich nicht funktioniert. Aber das lag daran, dass ich irgendwie, ich weiß gar nicht, ich habe mich irgendwie schockverliebt in Paris. Das ist ja nicht bei allen so. Also Paris ist eine schwierige Stadt, ist auch manchmal ein bisschen abweisend, ist auch eine Stadt, die einen müde macht, weil also es ist schon auch sehr anstrengend. Und diese Studienorganisation damals, das war jetzt nicht gerade übersichtlich, muss man sagen. Aber ich hatte dann so eine Gruppe von unglaublich freundlichen und auch deutschfreundlichen Studierenden, die mittlerweile über die ganze Welt verstreut sind, was auch interessant ist zu sehen, wo die also wirklich global überall verstreut sind. Und das hat mir sehr viel geholfen und dann habe ich mich unglaublich wohlgefühlt. Und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich ganz große Anpassungsschwierigkeiten gehabt. Also das war mir ganz... Und ich habe im Übrigen auch eins von meinen Studienfächern geschmissen. Also das eher deshalb. Also ich habe in Paris viel Philosophie studiert, das ist mein drittes Fach gewesen. Oder eigentlich mein zweites. Ich habe deutsche Philosophie studiert und im Nebenfach Geschichte. Und damals haben wir... Da hat ja Foucault noch gelebt und ich war dann bei Foucault in Vorlesungen und bei Derrida und habe noch ein bisschen, was weiß ich, also alle möglichen anderen noch gehört und war bei Alfred Grosseur und so und bin da in diesen ganzen Kreisen so ein bisschen mitgeschwommen. Und als ich dann mit diesem poststrukturalistischen Thesen, das hat mich natürlich, ich habe das alles super gefunden, finde ich jetzt heute auch nicht mehr alles super, aber damals war ich natürlich hin und weg und da gab es nur noch die französischen Stars für mich. Und dann kam ich mit den Sachen hier zurück und bin vollkommen aufgelaufen. Und das war dann, da war ich irgendwie, das habe ich nicht gepackt. Ich habe dann immer irgendwie gesagt, Foucault würde sagen und habe dann immer eine auf die Mütze gekriegt. Das war noch so ein bisschen postblochianisch und neomarxistisch und das waren sozusagen ja die gegenseitigen, also die Fronten. Und dann habe ich das Philosophiestudium geparkt und habe dann Geschichte fertig gemacht. Also das gab schon Friktionen, würde ich sagen, zwischen Paris und Tübingen. Und Tübingen wiederum hat sich in den letzten 15 Jahren, also vor allem für mich als Professorin und Mutter, meine Tochter war 5, als wir hierher gezogen sind, und ich war da, glaube ich, und in der Zeit hat sich wahnsinnig was getan. Und ich glaube, das ist doch auch Teil der Exzellenzinitiative, also der Druck zum Beispiel für Frauen, dieses ganze Umfeld hier nicht nur irgendwie lebbarer, sondern auch tatsächlich angenehmer und wertschätzender zu machen. Das ist für mich persönlich eine wirklich gigantische Erfahrung. Und da haben auch nicht nur, die Gleichstellungsbeauftragten haben da ganz viel gemacht, aber die gesamte Uni hat so einen Ruck getan. Und jetzt gibt es ja ganz viele Frauen mit Kindern, Familien. Es gibt keine Abendsitzungen mehr, keine nächtlichen Berufungskommissionen. Das war früher anders. Berufungskommission bis nachts um 1. Mein Gott. Ja, das ist nicht familienfreundlich. Nee. Das würde sich heute auch keinen Familienvater mehr gefallen lassen. Nee. Also da hat sich viel verändert und vieles ist da wirklich in eine gute Richtung gegangen.
Doro, lass uns mal über die Poetik-Dozentur reden. Das war ja klar, dass das zum Thema wird. Du hast unheimlich tolle Namen gesammelt, hast tolle Leute nach Tübingen geholt. Wie schafft man das? Ruft man da einfach an und sagt, Also Knausgard, das hierher. Das habe ich am Anfang natürlich versucht, aber das geht nicht. Also da muss man sagen, es ist extrem viel schwieriger geworden. Die Vermarktung von Kunst natürlich, von Literatur und auch die Vermarktung von Autorinnen und Autoren hat sich in den letzten 10 Jahren radikal geändert. Mhm. Läuft alles über Agenturen, ist sehr viel teurer geworden und an die Leute ranzukommen ist schwieriger geworden. Mhm. Also die, bis man überhaupt eine E-Mail-Adresse hat oder so, muss man über viele, also man muss immer über die Verlage und vor allem eben über die Agenturen gehen. Und ich bin da halt so reingewachsen und jetzt ist das eben so, dass ich da einfach so Netzwerke habe. Also ich kann dann auch mal ein Autor anrufen und sagen, oder wie sieht es eigentlich aus, könntest du nicht mal, du wohnst doch in New York, direkt neben dem Dingsbums, könntest du den nicht mal fragen, ob der auch kommen will. Oder auch Leute von den Verlagen, die häufig sehr wichtige Ansprechpartnerinnen und also hauptsächlich Ansprechpartnerinnen sind und die Autoren und Autorinnen auf lange Lesereisen betreuen, die kennen die sehr gut und die kann man auch ansprechen. Mhm. Und wir haben einen guten Ruf hier in Tübingen. Also das ist, die Studierenden, das Publikum ist super hier. Mhm. Die Studierenden sind immer sehr engagiert auch. Also die Randfakten sind, es ist jeder eingeladen, sowohl Leute, Interessierte aus der Stadt, wie auch Studierende und da alle, kostet auch nichts. Nee, man kann einfach reinmarschieren, man muss auch nichts, man muss nicht reservieren, man muss auch nicht irgendwie sich besonders qualifizieren, sondern man kann einfach kommen. Und also das ist, und auch möglich ist es natürlich, weil wir einen wirklich tollen Sponsor haben. Man muss ganz klar sagen, wir haben deutlich mehr Geld als die meisten anderen Poetikdozenturen. Mhm. Und das macht natürlich auch was aus. Dann können wir so ein bisschen Rahmenprogramm machen. Das Essen ist anständig. Und, ja. Also nicht nur irgendwelche Weckler. Es gibt keine Brezeln. Es gibt nie Brezeln. Ja, da kann man die wahrscheinlich verschrecken. Was ist dir erinnerlich, gut erinnerlich? Welche Autorin, Autor fandest du spannend? Also ja, alle spannend. Eigentlich sind es irgendwie auf ihre Weise sind alle spannend. Manchmal ist es schwierig. Also es gibt auch Leute, mit denen man nicht so gut in Kontakt kommt. Aber ich habe ein relativ großes und auch also wirklich super engagiertes Team. Und es ist meistens jemand dabei, der oder die dann mit den Autorinnen kann oder so. Also ich muss sagen, am meisten Angst hatte ich damals vor Jonathan Franzen, der völlig überraschend dann auch gekommen ist. Den habe ich sozusagen gestalkt. Denn ich hatte in New York habe ich einen Termin gehabt und habe dann gesagt, wir würden uns treffen. Damals lebte er noch in New York. Und ich war dann schon dort, das Rigorosum zu Ende. Ich hatte noch 4 Tage länger New York gebucht, um dann irgendwie mit ihm da reden zu können. Und dann kriege ich eine E-Mail und dann hat er gesagt, er sei jetzt irgendwo weg und wir könnten nicht reden. Mhm. Ich mich geärgert und gleich nächstes Jahr war ich wieder in den USA, habe wieder geschrieben und dann hat er zurückgeschrieben, er habe sich auf Cape Cod zurückgezogen. Mhm. Und dann war ich aber direkt praktisch in der Nähe von Cape Cod und habe dann gesagt, es wäre ja prima und ich würde jetzt vorbeikommen. Also da hat er sich natürlich tierisch geärgert, weil er das nicht wollte. Und dann bin ich im Schneesturm nach Cape Cod gefahren. Er macht die Tür auf, guckt mich an und sagt, ich habe keine Pizza bestellt. Und dann dachte ich, was hat denn der? Und es war ihm dann wahnsinnig peinlich. Und er hat gesagt, er hätte sich eine deutsche Professorin, hat er gedacht, die hätte so ein Dutt und ein Kostüm an. Da habe ich gesagt, das ist ja Schneesturm, wieso soll ich mit dem Kostüm kommen? Jedenfalls, also und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und er sagte dann, er kommt. Und wie immer habe ich dann im Vorfeld habe ich auch gesagt, was möchten Sie, einen Brief oder eine E-Mail geschrieben, was möchten Sie denn in Ihrer Freizeit machen? Und er sagte dann, ja, er möchte Birdwatchen gehen. Und ich meine, mittlerweile weiß man immer schon, was Birdwatchen ist. Und bei uns ich kenne nicht so viele hier, aber. Und da habe ich zurückgeschrieben, es gäbe hier keine Birds außer Spatzen und Amseln. Und das war natürlich auch wieder doof. Er hat mir dann so eine Liste geschickt mit ganz vielen Vögeln, die er gucken will. Ich wusste überhaupt nicht, dass es so viele Vögel gibt hier. Und dann habe ich unsere Kollegen gefragt und habe die Mail aus der Biologie. Die Mail ging dann durch die ganze Biologie immer so mit einem Satz. Kennst du jemanden, der sich mit Vögeln auskennt? Nee, ich bin Mikrobiologe. Kennst du irgendwie?
Und zum Schluss haben wir diese Birdwatcher gefunden und dann musste ich leider mitten im November mit Herrn Franzen eben zum Birdwatchen gehen. Ich habe dann ein riesiges Fahrrad ausgeliehen, der ist ja so groß. Und er hat sich eine Pelzmütze besorgt und dann sind wir morgens losgeradelt zum Hirschauer Backe. Ein bisschen später, so kurz bevor es hell wird. Und wir haben dann diese ganzen schwäbischen Birdwatcher gesehen, die ganz zutrauliche Menschen sind. Die haben dann immer gesagt, hey, ihr beide, gell, da ums Eck rum, da hockt fei so ein Eisvogel. Und der Franzen kann besser Deutsch, als man denkt. Er sagte dann, vielen Dank. Und es ist total irre, die rufen dann an und sagen, an dem dritten Baum von unten auf dem So-und-so-Grundstück müsst ihr am Stamm klopfen und dann kommt eine Uhu raus und das stimmt. Wahnsinn. Also hat Tübingen ja Eindruck bei ihm auch hinterlassen. Ja, und der, der gilt mittlerweile als ein sehr komplizierter Autor und auch einer, der nicht so gut aufgelegt ist, aber der hat Tübingen in so guter Erinnerung, dass er dann immer wieder mich bestellt zum Moderieren. Sehr gut, klasse. Jetzt am Schluss möchte ich noch eine Sache natürlich diskutieren und das ist, du hast ja in Tübingen auch wirklich ein Kenntnis der Leute und das zeigst du auch, indem du ein richtig tolles Format organisierst und das ist das Marktplatz-TV die Marktplatz-TV-Sendung, die ihr aufzeichnet. Ihr ladet dazu Leute ein, die dürfen sich in das Schaufenster vom Weinhaus Beck setzen und man filmt jetzt von hinten durch das Schaufenster auf dem Marktplatz. Mhm. Wie findest du da die Leute? Also rufst du da an oder kennst du alle? Nee, das stimmt nicht. Also ich mache das auch nicht alleine. Das ist ja so, dass das eine Initiative ist, die aus dem Weinhaus auch entstanden ist, weil in Corona-Zeiten wie bei vielen Gastronomen, eben die Einnahmen eingebrochen sind. Und die Idee war zunächst mal auch mit vielen mit den Besitzern und Betreibern der geschlossenen Läden zu sprechen, also den Einzelhandel ein bisschen zu unterstützen. Und dann haben wir angefangen mit solchen Gesprächen und manchmal war es auch einfach so, dass jemand am Schaufenster vorbeigelaufen ist. Und dann haben wir gesagt, magst du nicht gleich irgendwie reinsitzen? Also das war eigentlich, und dann die Überlegung, welche Berufsfelder sind interessant, welche sind betroffen, mit wem können wir, also wir haben auch viele Mediziner aus ganz unterschiedlichen Bereichen gehabt, aber auch den Landgerichtspräsidenten, wie macht man, wenn Öffentlichkeit nicht mehr stattfindet, wie geht man mit Verhandlungen um, die ja stattfinden müssen und die auch öffentlich sein müssen. Und dann so ein bisschen auch Stadtgeschichte und so kam eins zum anderen und tatsächlich haben wir dann den Leiter des Südwestfunks noch gefragt, der hat uns auch noch Leute empfohlen. Ja. Wir hatten nicht Jan-Josef Liefers hier, aber ich fand es selber, also ich habe das sogar, am Anfang dachte ich mache es, weil mein Leben ja auch so langweilig war, aber ich muss sagen, es war zum Teil unglaublich interessant, auch Leute, die so klein eine Läden betreiben und sich dann als so ein Urgestein der Tübinger grünen Szene rausstellen. Das unterschätzt man manchmal und so. Ja. Gepard. Ja. Ich habe ja einige an mir angeschaut, weil die einfach wirklich großartig sind. Zum Beispiel auch eine Folge, wo eine Cellistin dann im Schaufenster. Das war so toll. Super. Die habe ich bei meinem Friseur kennengelernt. Ich war beim Friseur und habe ihm gratuliert zu dieser entzückend reizenden Dame, die einen da begrüßt. Und dann hat er gesagt, ja, das kann ich jetzt gerade noch mal genießen, die ist nicht mehr lang da und hat mir ein bisschen erzählt, also was sie normalerweise macht. Und das ist eine Frau, die hatte einen zum Bersten vollen Terminkalender. Ne? Und dann war es von einem Tag auf den anderen Schluss. Also kein Konzert, kein kein Streichquartett-Auftritt, nichts, gar nichts mehr. Und die ist doppelt ausgebildete Cellistin und Dirigentin und es ist alles tot, also das ganze Jahr. Und deshalb arbeitet die jetzt als Rezeptionistin beim Friseur. Also die verdient sich damit Geld. Und das ist schon, schon super hart und die hat trotzdem noch echt gute Laune, muss man sagen. Das fand ich also wirklich sehr beeindruckend. Und die hat sich dann da in das Schaufenster gesetzt und so eine Bach-Suite gespielt. Das war schon klasse. Ach, das war super. Das ist echt, echt toll. Ja. Also das können wir jetzt wirklich jeder und jedem empfehlen.
Marktplatz TV Tübingen, viele verschiedene Filme. Und was ist das weitere Konzept? Wie könnte das? Also erstmal, was großartig ist, du schaffst es, den Auftrag als Universitätsprofessorin nachzukommen, auch die Öffentlichkeit mit einzubinden. Und das ist ja etwas, was wirklich zu kurz kommt. Studium Generale ist ein solches Format, das allerdings natürlich zur Corona-Zeit auch nicht geht. Nee. Wie planst du da weiter? Mit euch. Boing, jetzt ist raus. Nein, also es ist tatsächlich so, dass wir natürlich uns gegenseitig auch wahrgenommen haben und wir bewundern euer super Equipment und die Professionalität hier, auch die personelle Ausstattung. Es ist schon ganz anders. Also wir sind ja so handgestrickt. Trotzdem ist die Überlegung auch klar, wie können wir sowas, was jetzt ein bisschen sich eingespielt hat, nützen, auch möglicherweise über diese Corona-Zeit hinaus. Und das Interesse ist ganz offensichtlich da. Und ich finde das immer, also in so einer Stadt wie Tübingen, wo wir so eine kleine Stadt haben und so eine riesige Universität, das muss irgendwie miteinander in Kontakt kommen. Denn die Professoren und Studierenden sind ja auch alle gleichzeitig Bürger dieser Stadt und leben und arbeiten und konsumieren. Und natürlich ist die Stadt auch unglaublich geprägt von den Menschen, die hier forschen und arbeiten und lehren und lernen. Und ich finde das immer, man hört es dann im Fernsehen, wenn irgendwie Trump unsere CureVac-Leute dann einlädt nach Washington, dann denkt man, wo sind die denn eigentlich? Ne? Ja. Also so hat man das Gefühl, die ganze Welt startet auf Tübingen und wir wissen gar nicht, wo dieses Labor eigentlich steht. Und oder manche wissen sie, aber ich fände das wunderbar, wenn sich eine Möglichkeit ergäbe, sozusagen die Vorstellungen von Personen, Arbeitsgebieten, aber auch Räumlichkeiten, wo gearbeitet und geforscht und gelehrt wird, mit Fragestellungen aus dem Publikum. Das lässt sich ja viel flexibler noch machen als bei einem Präsenzvortrag. Also ich glaube, wir sollten da einfach vielleicht auch mit Hilfe der Uni noch mal ein bisschen spekulieren und hoffen, dass wir also da ein Format entwickeln können. Ich fände es klasse. Toll. Natürlich auch hier, wenn wir ein bisschen partizipieren könnten an dieser Ausstellung. Na klar. Also ich finde das auch unheimlich spannend, weil das, was ich als Mediziner erlebe, ist, dass wir uns ja sehr auf den Hügel hier zurückziehen, also Schnarrenberg. Und unsere Studierenden sind in der Vorklinik noch in der Innenstadt. Da ist das Anatomische Institut, Hörsaal, da ist die Physiologie und so weiter. Einzelne Fächer werden da noch unterrichtet. Nur, wenn das alles irgendwann auch hochkommt auf den Schnarrenberg, auf den Hügel hier, dann geht alles auseinander. Und das akademische Leben sollte ja vom Austausch geprägt sein. Also ich glaube, dass das tatsächlich eine ganz spannende und auch wichtiger Auftrag wird. Ja, wir bemühen uns zusammen. genau. Dorothee, es hat unheimlich Spaß gemacht, mit dir zu reden. Es war interessant und sympathisch, kurzweilig, spannend. Ich darf jetzt hier den Zuschauern sagen, es hat auch mit Ihnen Spaß gemacht. Es ist das Ende dieser Vorlesungsreihen, die wir hatten. MediTV, dann die Montags, das Frühstücksfernsehen, die Covid-19-Ringvorlesung, die wir immer live digital gesendet haben und das dann nachträglich ins Netz gestellt haben. Für dieses Semester ist es vorbei und wir haben jetzt gehört, dass wenn wir jetzt weiter diskutieren, dass wir da vielleicht ein neues Format finden. Und da freuen wir uns dann ganz arg drauf. Also, herzlichen Dank und tschüss. Tschüss und schöne Semesterferien. Danke.